Hakuna Matata, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. So. Aufnahme live. Sehr schön. Wir machen direkt, wie immer, ich glaube, ich höre auf, das zu sagen, wir machen direkt dort weiter, wo wir vorgestern aufgehört haben. Und zwar drücke ich auf Select. So. Denn mit Select muss ich mich ja jetzt langsam anfreunden. Genau, wir haben nur noch 8 Schuss und den gekochten Schlüssel wollten wir ja verwenden. Genau. So. Wir nehmen einmal eine andere Abkürzung. Ja. Denn ihr wisst ja noch, in dem anderen Raum, da war leider 3, 4 Viecher, die uns angegriffen haben. Ich mach das mal ein bisschen. So. Ich habe den gekochten Schlüssel benutzt. Hindurch. So, was ist das? Das sieht doch hier wie eine Theke aus. Auf der Theke stehen Gläser und Teller. Moment. Aber hier gibt's nichts wirklich Wichtiges. So, im Regal da hinten hatten wir einen Actimel-Drink und weitere Actimel-Drinks. Sehr gut. Theke steht nichts. Genau. Oh! Ich habe ein Stahlrohr. Ja, endlich! Jetzt können wir die Monster mit Stil und Reichweite bekämpfen. Das ist super. Ausrüsten. Stahlrohr. Ein Stahlrohr, das circa 1 Meter lang ist. Ein Stahlrohr circa 1 Meter lang. Ah, nicht sehr wirkungsvoll, aber leicht zu verwenden. Ausrüsten. Jetzt haben wir endlich nicht mehr dieses kleine Baby-Klappmesser. Im Chat lese ich und begrüße ganz herzlich zur heutigen Livestream-Sitzung True Zeki. Hi Zeki, schön, dass du da bist. Yay! Es freut mich, dass du einmal kurz vorbeigeschaut hast. Vielen Dank. Ja, ich habe jetzt auch gerade eben vor 5 Minuten circa angefangen. Also, ja. Und wir haben endlich das Stahlrohr. Was hat sie sonst noch dazu gesagt? Nichts. So, wir gucken schon mal, wie das hier in Action aussieht. Kann sie jetzt sogar blocken? Aha, okay, interessant. Eine Dreier-Kombo. Mit mehr Reichweite. Super. Gut, wir verstehen schon, dass auf der Theke sich nichts mehr befindet. Sieht hier auch alles verwüstet aus. Tja, Speisekarte. Hat sie gerade was dazu gesagt, was ich aber zu schnell weggeklickt habe? Dann gehen wir direkt durch die Tür hindurch. So. Oh Gott, und man hört schon wieder hier sehr viel Aufruhr. True Zeki, hab ich mitbekommen. Habe natürlich die Klingel an, die mich benachrichtigt, wenn du online bist. Silent Hill 3, lang ist's her. Ja, es ist 10, 9 Jahre her. Ach, wie cool. Notification. Ich hab die bei dir auch an. Ja. Ja, und wir haben schon Silent Hill 2 durchgespielt und Born from a Wish. Deswegen gibt's jetzt Silent Hill 3. Mit Heather. Gut. Ich hoffe, dass sie das markiert hat. Witzigerweise schaltest du direkt ein, wo ich jetzt wieder dieses T-Shirt anhabe. Und nicht, dass du denkst, dass ich nur dieses T-Shirt zum Anziehen habe. Sondern ich habe auch noch andere Kleidung. Und die letzten Tage hatte ich auch immer andere Sachen an. Naja, als ob man jetzt darauf achten würde, aber trotzdem. So, ich habe ein Miau. Siri. Okay, meine Katze hat jetzt gerade ein bisschen miaut, deswegen
war ich kurz abgelenkt. Ich habe ein Spülmittel. Zeki schreibt gerade so fleißig, richtig schön. Leider habe ich den Rest von Silent Hill 2 verpasst, aber dafür gibt es YouTube. Ja, kein Problem, du kennst ja sowieso das Spiel, du hast es ja damals auch schon richtig genial let's played. Das heißt, du kennst es natürlich auch. Und ja, umso mehr freut es mich aber, dass du jetzt hier und heute kurz vorbeischaust. Sehr schön. So, haha, Rithling trägt nur ein T-Shirt. Meine Aussprache gerade. Leon, huch, da fing der Stream auf einmal an. Grüßt euch. Ich begrüße also ganz herzlich zur Livestream-Sitzung Leon. Hi Leon, schön, dass du da bist. Ja, und ich habe heute direkt losgelegt. Ich war nur kurz im PlayStation 2-Menü, aber mehr auch nicht. So, wir haben etwas aufgesammelt. Das schauen wir uns einmal an. Denn das gehört nicht zu Vorräte, sondern Reinigungsmittel. Das war es. Spülmittel. Es war neben der Spüle in der Bäckerei. Es ist aber nicht für Geschirr. Und nicht fürs Bad. Ich muss mich mal kurz wegmachen anscheinend. Ah, sondern fürs Bad. Wow. Jetzt bekommt das Spülmittel gleich eine ganz andere Wirkung. Gut, wir haben Reinigungsmittel, Spülmittel und die Walnuss. Die geheimnisvolle Walnuss. Joa. Dann schauen wir uns direkt erstmal noch die Karte an. Oh, das hat sie nicht markiert. Egal. So, da wir jetzt wieder nichts lesen müssen, sieht das Ganze erstmal so aus. Gut, dann gehen wir jetzt hindurch, durch diese Tür. Wow, das ist eine ganz andere Tür. Auch gut, denn in der Ecke ist wie immer das Schloss kaputt. Wir wundern uns jetzt einfach gar nicht mehr. Mein Handy spinnt wieder rum, also wenn ihr die ganze Zeit irgendwelche Geräusche hört, mit meinem Handy und SIM-Karte ist irgendwie, keine Ahnung. Ein Ventilator und Rouladen nach unten. Der ist ganz schön laut. Ja, was haben wir denn hier? Keine Ahnung, was das für ein Schalter ist, aber erst auf ein. Wirst du den Schalter ausschalten? Erstmal noch nicht, weil wir gucken jetzt. Ist das mein Tod? Okay. Nee, ich habe in Erinnerung, dass hier... Oder war das auf der anderen Seite? Das Schloss ist kaputt. Ich glaube, ich muss das mal ausschalten. Ja, jetzt ist es ausgeschaltet. So langsam, aber sicher. True, Zacky schreibt noch Spülmittel. Da müssen wir aufpassen, dass Trump es nicht spritzen will. Ja, klingt wie meine PS4-Kühlung. Ja, manchmal ist die PS4 wirklich voll laut, ey. Wenn er das wirklich macht. Ach ja, der Trump. Schön politisch. Leer. Das heißt, wir müssen ihn befüllen. Dann laufen wir mal hier weiter. Ui, aber hier können wir nicht weiterlaufen, weil diese Herde, es ist eine Herde, natürlich, an Insekten, Motten oder was auch immer das ist, die gehen nicht weg. So. Wie war das nochmal? Ich glaube, wir müssen... Leer. Dadurch, dass sie auf jeden Fall das anspricht, müssen wir... Ich versuche mal jetzt schon mal zu prüfen. Gefahr nicht mischen. Und genau das werden wir aber tun. So, und zwar kombinieren wir... Nicht prüfen, sondern kombinieren wir das Ganze... Und dann verwenden. War es das schon? Ja. Also wir haben jetzt Spülmittel und Reinigungsmittel. Der Ventilator ist auf aus. Wow, das ist mir hier ein bisschen suspekt. Ich kann mich nur teilweise noch an die Rätsel erinnern. Solange er sich es selber spritzt. Ja, make America great again. Wie war das jetzt nochmal? Weil wenn ich jetzt reingehe,
Ich mach mal den Schalter wieder an. Dann wird nämlich dieses Zimmer etwas belüftet. War das jetzt falsch? Damit habe ich das Gas gemacht. Da stecke ich meinen Kopf besser nicht zu weit hinein. Oh, sie hat noch was gesagt. Wer weiß, was da noch drin ist. Und ich bitte wie immer auch um Verzeihung meine nasale Stimme. Heuschnupfen incoming. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, dass die Insekten an dem Gas leider gestorben sind. Es ist weiterhin wirklich alles total verrostet, vergammelt. So, ein normales Silent 3 LP auf einmal politisch gemacht. So kann's gehen, wenn man ein Re-Let's Play macht. Man weiß nicht, was einen genau erwartet. Hier jault jemand, währenddessen wir den Gang dennoch beschreiben. Das Schloss ist kaputt. Schloss ist kaputt? Das Schloss ist nicht kaputt. Hier haben wir schon mal so eine rötliche Farbe. Oh, Beef Jerky. Und auf dem Regal sehen wir ganz dezent Pistolenpatronen. Hier wurde das Fenster zugenagelt mit Brettern, mit Holzbrettern. Okay. Dann bringt's nichts. Oh, joi, Ruhe vor dem Sturm. Wir kamen von dort. Dann sind wir hier runtergelaufen. Ja, wir haben noch genug zu erkunden. Let's go. We go. Okay, ich habe wieder einen Ohrwurm, der natürlich nicht hier in das Spiel passt. Aber es ist stockduster. So ist das hier manchmal. Oh, joi! Nein! Nein, Entschuldigung. Okay, in den Raum haben wir wieder den ganz großen Fleischklops zu bekämpfen. Mm. Sieht nicht gut aus. Huch, sieht auch nicht gut aus, wenn ich die Karte hier umblättere. Oh, in dem Raum müssen wir rein. Ob da was Wichtiges ist? Kann ich mich versuchen, an dem vorbeizuschleichen? Naja, wir haben ja schon mal versucht, uns an ihm vorbeizuschleichen. Wir haben nur 40 Schuss. Das ist nicht viel. Ich versuch mal. Wir versuchen's. Nein. Hoffentlich ist nur er hier. Nein, nein. Okay, es ist nur ein Durchgang. Nicht hier stehen bleiben. Und die Tür funktioniert. Das war auch ein Durchgang. Chuzeki schreibt noch, wie schwer kann es sein, ein neues Silent Hill Spiel zu kreieren? Man muss doch nur 10% der Türen passieren. Ja, das stimmt. Da hast du voll recht, ey. Ja, spart man sich auch viel Level-Design natürlich, ne? Ah, hier sind wir. Hier haben wir auch die ganz lauten, fliegenden, kreisenden Insektteile. Wir haben hier so einiges. Schloss ist kaputt. Weiter. Schloss ist kaputt. In der Mitte haben wir ein Loch. Oh, Hunde. Hier haben wir auch ein Loch. Hier haben wir eine Trage mit einem Leichnam. Dann laufen wir weiter und die Tür ging auf. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott. Hier haben wir einen Folterraum. Zumindest sieht es so aus. Weil wir hier eine Trage zum Fixieren haben. Oh, und auf die wird sogar die Kamera hingeschwenkt. Hier ist eine Art Schraubstock. Eine Art Schraubstock. Ja, dann versuchen wir doch mal eine geheimnisvolle Walnuss, so richtig langgezogen, zu verwenden. Denn Heather benutzt dies als klassischen Nussknacker. Keine Nuss in der Walnussschale, nur ein Juwel? Ich habe einen Mondstein. Mondstein, flieg und sieg! Ah, ja. Diese
Dieser Fleck auf dem Bett hat die Form eines Menschen. Ich denke lieber nicht darüber nach, was auf dieser Liegefläche passiert ist. Oh, ist das ein Speichersymbol? Das könnte mit Blut gezeichnet worden sein. Ich wette, es ist so ein verfluchtes Symbol. Kein Wunder, dass mir der Kopf wehtut und ich mich schlecht fühle, wenn ich es ansehe. Es ist wirklich ein Speicherpunkt. So. Sportgeschäft. Sieht hier nicht wie ein Sportgeschäft aus. Boah, ich habe heute hier so viele komische Geräusche um mich herum. Aber Jude Zeki hat auch noch was geschrieben. Hast du in letzter Zeit einen Film gesehen, den du so richtig genießen konntest und ihn auch echt gut fandest? Eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich überlege kurz, deswegen bin ich gerade so still in meinen Gedanken versunken. Ich weiß nicht, ob... Also... Ja, ich mach's mal einfach. Ich sag's mal einfach straight raus. Und zwar, der allerletzte Film, den ich sehr gut fand, war tatsächlich eine Neuinterpretation von Joker. Ich weiß jetzt nicht, ob dich das... Also, ich weiß natürlich, dass du DC liebst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du schon diese Neuinterpretation gesehen hast und wenn ja, ob du sie auch so gut empfandest. Das ist jetzt so ein Film, der mir jetzt einfällt, der für mich maßgebend, ja, doch war. Ansonsten habe ich noch einen ganz anderen kranken Film geguckt, nennt sich Märtyrer. Der war auch sehr gut, aber den würde ich eher... Er ist eigenartig, er ist gut, aber ich weiß nicht, ob man sich den gerne nochmal anschauen möchte. Wie ist das denn bei dir, Zeki? Hast du denn in der letzten Zeit irgendeinen sehr, sehr guten Film entdeckt? Ist ja auch heutzutage immer so eine Sache, finde ich. Es kommen 10.000 Filme raus und nicht alle sind super. Was ist das? Müll? Nein, es riecht anders. Wie Blut oder verdorbenes Fleisch. Fleisch! Das könnte dann also... ja. Naja, und ein Käfig. Ein Menschenkäfig. Oh Gott. Krass. Gut. Er schreibt schon wieder direkt richtig fleißig und süß. Leon schreibt, Joker war unglaublich gut. Ja, okay. Das freut mich, dass doch auch schon mal jemand... Leon, dass du auch diese Meinung hast. Und Zeki hat im Anschluss geschrieben, wie du dir gemerkt hast, dass ich DC liebe. Ja, der neue Joker-Film war wahnsinnig gut. Ja! Okay, dann haben wir den also alle geguckt. Und vor allem, ich habe den damals noch im Kino geguckt. Nicht mit so viel Erwartung, aber deswegen war er, glaube ich... Nein, nicht deswegen. Ich war überrascht, wie gut er dann war. Genau. Und ja, natürlich habe ich mir das gemerkt. So. Jude Zeki hat noch geschrieben, ich habe mir am Wochenende das erste Mal den ersten John Wick angeschaut und es war auch richtig, richtig gut. Kennst du den? Ja. Ich habe John Wick 1 und 2 hier sogar als Blu-ray-DVD. Der erste Teil ist wirklich genial. Keanu Reeves ist ja sowieso, finde ich persönlich, ein sehr guter Schauspieler, wie er das immer präsentiert. Und er passt auch sehr gut in solchen geil choreografierten Kampfszenen, finde ich. Und John Wick, es gibt ja Teil 1 bis 3. Und der erste Teil ist mega. Und der Rest musst du selbst herausfinden, natürlich. Genau, aber ja, ich kenne den und der ist auch wirklich sehr gut. Und du fandest den auch richtig, richtig gut. Da haben wir ja auch wieder denselben Geschmack. Das finde ich voll gut. Genau. Und John Wick 3 habe ich auch im Kino geguckt. Weil ich halt Teil 1 und 2 so gut fand, währenddessen wir hier von Hunde zerfleischt werden. Schloss ist wohl kaputt. Kamen wir von hier? You're breathtaking. Ja, genau. Oh nein!
Keanu Reeves ist einfach mega. Vor allem, dass er auch eine Chica hat, die nicht so oberflächlich ist. Also zumindest, wenn man diesen ganzen Klatschmagazin-Glauben schenken kann. So, das war's. Wir haben abgespeichert, ne? Interessant. Das heißt, wir... Moment, sie markiert sich nicht, was... Macht sie wirklich nicht in diesem Part. Uiuiui. Eigentlich haben wir dann ja schon hier alles erkundet. Zack, ich schreibe noch, bist du aufgeregt wegen Cyberpunk, wegen Keanu? Und es tut mir leid, falls ich total off-topic kommentiere. Nein, alles gut, dafür sind Livestreams da. Dass man halt live einfach so miteinander quatschen kann. Vor allem hatten wir auch am Ende von Silent Hill 2 voll eine eigenartige Just-Chatting-Runde über Spielindustrie und so. Deswegen, ja. Ich bin, ja doch, ich bin etwas gehypt wegen Cyberpunk. Ich bin sehr gespannt, wie CD Projekt Red, habe ich die vertauscht, wie die das umsetzen. So ganz, ganz mega gehypt, also extremst krass gehypt bin ich jetzt aber nicht, muss ich zugeben. Ich bin normal gehypt, würde ich sagen. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was es wird. Und ja, wie empfindest du das denn bei dir, Zeki, mit Cyberpunk? Heather ist nicht so fleißig wie James. Ja, jetzt gerade nicht. Heather kann auch wirklich viel scheißiger schießen. Wir sprechen heute wieder ganz eigenartiges Deutsch, aber... Ach, Moment, wir haben ja den Mondstein. Das habe ich ja voll vergessen. Schade, dass sie den nicht prüfen kann. Es ist eine Art Edelstein. Mondstein in meinem Kopf. Nicht wirklich vom Mond. Irgendwie war er in der Walnuss. Walnuss, so voll mit Stottern. Gut, dann weiß ich ja doch eigentlich, was wir machen müssen. Ich bin nur etwas irritiert. Aua! Dass wir, sie ist offen, hier hinten einfach nichts zu tun haben. Oh mein Gott, von einem Raum zum nächsten, der hier einfach abgeht. Zeki, du schreibst noch, ich bin da voll deiner Meinung und ich kann dir nur zustimmen. Wird cool, freue mich da, aber auch da, freue mich drauf, aber so richtig Hype. Ja, das ist heutzutage mit Spielen ein bisschen schwierig. Ja, ich kann dich da auch verstehen. Cool, dass du dich aber auch darüber freust. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt dieses Jahr mein Spiel werden sollte. Keine Ahnung. Weißt du das schon, Zeki? Oder generell, ihr Toastbrot-Zuschauer? Habt ihr da schon irgendeinen Favorit für dieses Jahr? Oh Gott, wo bin ich denn? Wie viele Monster sind hier? Moment. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Looks good. Looks good. Neues machen Gocker. Okay. Ach so. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe. Oder ich meine zu verstehen. Als ich eben das speicherte. Oh nein! Warum ist jetzt hier auch so ein Vieh drin? Hallo? Taschenlampe erstmal aus, denn wir versuchen das Vieh auszutricksen. Oder wollen wir unser Stahlrohr mal ausprobieren? So, wir probieren mal richtig geil unser Stahlrohr aus. So, an diesem ekelhaften, hautlosen Teil. Boah, ich bin immer noch erstaunt, wie oft Heather nachtreten kann. Es gibt aber hier zwei. Oh Gott. Ist das deren Scheiß ernst? Oh. Ich muss hier einmal ganz kurz erstmal kämpfen, bevor ich den Chat weiterlese. Denn wir hatten leider schon einmal ein Game Over in diesem Spiel, was sehr peinlich war. So. Der versperrt uns den Weg. Geh hier weg. Boah, wie ich ihn einfach nicht treffe. Was ist das denn? Aua, nein.
Böses Tier, böses Ding. So. Ja, es ist getan. Getan. Tut mir leid, falls ich wieder ein bisschen verrückt bin. Ich habe meine Pillen heute nicht genommen und naja. Dann ist man halt manchmal verrückt, you know? Gut, denn Säcki schreibt, als ich eben das Speicherzeichen musste, ich an den Silent Hill Film denken, wo der Schauspieler von Jon Snow mitgespielt hat. Okay, Jon Snow sagt mir jetzt gar nichts. Jon Snow? Du meinst jetzt nicht Sean Bean, oder? Ach so, du meinst Game of Thrones, oder? Ja, du bist, ja, herzlich in unserer Unterhaltung eingeladen. Ja, klar. Wir haben zum Beispiel auch über die Silent Hill-Verfilmung den Abend, als wir Silent Hill 2 durchgespielt haben, gesprochen. Und dass zumindest der erste Teil der Silent Hill-Verfilmung ganz okay ist, aber der zweite Teil so ein Cringe ist und so eine... Es ist eigenartig. Genau. So. Dieses Jahr weiß nicht. Falls Elden Ring dieses Jahr rauskommen sollte, dann wohl das. Ah, okay. Das klingt interessant, Säcki. Dann habt ihr euch noch... Ich hab nicht mal einen Plan, was alles released wird, schreibt noch Leon. Ja, ich habe auch... Nee, so ganz habe ich das jetzt auch nicht alles auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass schon Ori and the Will of the Wisps draußen ist und ich es mir noch nicht gekauft habe. Ich habe es noch nicht gespielt. Oh. Genau. Aber ansonsten, naja, seht ihr ja jetzt gerade selbst, dass ich Good Old Times dranhänge. Genau. You know nothing, Rithlin. Ach so, ich weiß gar nichts. Ach so, dann weiß ich das nicht. Ist okay, Leon. Gut. So. Dann haben wir das auch geschafft und werden mit diesem Mondstein, soweit ich das nämlich jetzt richtig gesehen habe, haben wir dort alles erkundet. Da auch. Es gibt jetzt eigentlich nichts mehr. Genau. Tja, wir haben ja hier im oberen Stockwerk eine eigenartige Tür entdeckt. Der Hund ist hier immer noch am Fressen, oder? Ja, aber solange er uns jetzt nicht stört... Ja, ess mal ruhig weiter. Hallo? War das der Hund? Jo. Ach so, Jude, Säcki hat auch noch geschrieben, eins meiner absoluten Lieblingsspiele wurde neuerdings auch Days Gone. Ehrlich? Krass, okay. Da bin ich ja überrascht. Denn Days Gone hat zumindest für meinen Geschmack ist so ein bisschen zwiegespalten. Aber okay. Das finde ich aber cool, dass du das... neuerdings eigentlich auch ganz gut findest. Was findest du denn genau daran gut, wenn ich dich fragen darf? Gibt es da irgendwas Spezielles, woran du das ausmachst bei Days Gone? So, dann hat Leon noch geschrieben, das war ein Zitat aus der Serie. Das wird zu Jon Snow immer gesagt. Ach so, derp. Okay, das heißt, Leon, du hast zitiert aus der Serie. Okay, danke schön, dann weiß ich auch Bescheid. So. Dann verwenden wir jetzt hier einmal den Mondstein. Setzen ihn dort ein. Ich habe den Mondstein in die Tür gesteckt. Dann werden wir hindurchgehen. Hätten wir nicht vorher lieber abspeichern sollen? Nee, wir haben doch gerade gespeichert. Ich bin nun mal speichersüchtig. Immer noch. Noch immer. Sieht doch gut aus. Hello, isn't me you looking for? So,
Wir befinden uns weiter oben. Die Musikkulisse hat sich natürlich auch geändert. Aber man hört hier noch so ein paar Pittiplatschfüße. Die hören sich doch so ein bisschen wie Enten an. So, die vor sich hin trotten. So. Oh Gott, und hier hört man auch noch was anderes, was man nicht hier alles hört immer. Zeki hat geschrieben, es zieht sich ein wenig am Anfang, aber ich liebe es. Die Geschichte zieht gut an und die Musik, oh mein Gott, ich muss dir bitte ein oder zwei Lieder davon schicken. Du weißt ja, ich bin für sowas total empfänglich. Ja, ich liebe ja auch Musik und wenn sowieso richtig geile Soundtracks zu spielen, oh, mega. Geil. Ich muss auch zugeben, ich finde, wie gesagt, auch die Story richtig gut. Die Story. Du kannst mir sehr gerne die ein, zwei Lieder schicken. Ich habe gerade leider nur ein bisschen Probleme mit meiner SIM-Karte. Also kannst du dir überlegen, ob du mir das... es gibt keine PNs mehr auf YouTube. Dann kannst du mir das in Steam schicken, wenn du magst. Oder einen Link auch per PlayStation. Oder per WhatsApp. Eins davon muss ich ja auf jeden Fall irgendwie kriegen. Auf jeden Fall sehr gerne. Genau. Und du liebst auch gute Soundtracks. Anonymer Speicherholiker. Der ist gut. Der ist wirklich gut. So, Leon, The Last of Us 2 wird dir hoffentlich dieses Jahr noch kommen. Das könnte es vielleicht werden. The Last of Us 2, soweit ich es mitbekommen habe, sollte, glaube ich, noch im Juni oder Juli jetzt kommen. Aber leider wurde ein bisschen was gespoilert und geleakt. Zum Glück weiß ich zwar noch nicht was, weil ich mich nicht danach erkundigt habe, aber ja. Okay, also für dich, Leon, sollte das dann The Last of Us 2 werden. Interessant. So, währenddessen ich jetzt hier immer noch umherirre, haben wir jetzt mittlerweile, sind wir einmal im Kreis gelaufen und nichts war hier mehr betretbar. Deswegen werden wir einmal diesen lange Brücke gehen. Oh Gott. Und wir sehen eine Leiter, die wir hinuntersteigen werden. Aber es sieht dunkel aus. Oh, wenn wir jetzt nach links schauen, sehen wir dieses Monster, was da so umherwandert. Oh Gott, wir müssen tiefer klettern, was natürlich... Oh Gott, immer tiefer. Was natürlich auch gruselig erscheint. Okay, Zwischensequenz. Uiuiui. Tja, da schaut man einmal nicht hin und man entdeckt Sprachfehler und eine Leiter, die angeknabbert worden ist. Tja, Heather, hast du einen Snickers dabei oder so? Ich glaube, das wäre ein bisschen besser. Uiuiui. Drei Gänge. Drei Tunnel. Und aus einem Tunnel haben wir hier einen Wurm. Tja, den wir jetzt auch wirklich bekämpfen müssen. Gut, so. Dann werden wir uns jetzt erstmal diesem Bossfight widmen. Werden aber, wie viel? Wir haben 6. Wir verwenden das und... Oh Gott, die Musik, ey, das hört sich wieder richtig maschinell an. So, ausrüsten, neu laden. Los geht's. So, wir müssen aufpassen, wo... So. Sehr, sehr widerlich. Natürlich, wenn er zumacht... nee, ich muss woanders hin. Dann werden wir natürlich nicht an die äußere Haut schießen.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist in Silent Hill 1 ja auch so eine Art Wurm. So, immer schön in die Fresse schießen. Und direkt gleich nachladen, damit sie das nicht noch im Spiel machen muss. So, also schön die Augen aufhalten, wo er rauskommen mag. Kommt er jetzt hier gleich irgendwo raus oder auf der anderen Seite? Oh, auf der anderen Seite, glaube ich, wie es aussieht. Yo! Seht ihr? Und genau dafür habe ich mir die Pistolenmunition aufgespart. So, da geht er wieder. Wo kommt er jetzt raus? Auf der anderen Seite oder... Uiuiui. Da ist er. In der Mitte. Ich glaube... Das war's. Yay! Woohoo. Oh, Überblendung! Oh Gott! Ich werd ohnmächtig. Oh. Okay, langsam muss man jetzt mal aus der Ohnmacht rauskommen. Puh. What? It's the shopping mall, just like before. Am I back? Wow, es sieht wieder alles schön sauber aufgeräumt aus. Das ging ganz schön schnell, dieser Bossfight. Also der war ja jetzt gar nicht heftig. Und ich glaube, wir haben nur ein komplettes Magazin verwendet für ihn. So, ausrüsten. Wie viele? 15. Ja, okay, geht so, ne? Gut, dann lese ich mal, was ihr so fleißig geschrieben habt. Genau, ihr habt noch über Last of Us 2 geschrieben. So, und Zeki. Deswegen kommt es, wie Rithlin es auch schon sagte, schon im Juni raus. Besser für uns. Nur hoffentlich ist das Gameplay besser als Teil 1. Fand das Ganze ein wenig overrated und nicht so ein Meisterwerk, wie alle sagen. Oh mein Gott, Zeki. Genau dieselbe Meinung habe ich auch, aber ich habe das nie so richtig gesagt, weil ich habe immer so das Gefühl, The Last of Us 1 war wirklich ein sehr gutes Spiel. Aber so krass, wie das von allen gehypt wird, empfinde ich das auch nicht so ganz. Also, ich finde es auch ganz gut. Nicht falsch verstehen, aber ja, da sprichst du mir aus der Seele. Gestreamt und das Gameplay war unfassbar öde. Ja. Und ich finde vor allem, soweit ich mich noch an The Last of Us erinnere, ich habe es nur einmal durchgespielt, das ist aber auch schon 2 Jahre her. Also wirklich länger her. Und ich fand auch die Relationship zwischen den beiden, zwischen Ellie und, ja, wie heißt der Mann? Ja, ich weiß, ich kann mir den Namen nicht gut merken. Es war auch so, ja, es war gut inszeniert, aber irgendwas hat da noch ein bisschen gefehlt. So, Zeki hat ansonsten noch geschrieben, oh mein Gott, der Wurm ist der hässlich, wenn alle Monster was bedeuten. Könnte der Wurm aufgrund seiner Physik schon vermuten lassen, dass es was Sexuelles auf sich hat? Klingt komisch, das zu schreiben, aber trotzdem. Ja, da hast du recht, Zeki. Das könnte gut sein. Wenn man auch bedenkt, dass Heather 17 ist, also ist sie, sag ich mal, fast am Ende der Pubertät angelangt. Und ja, das ist Silent Hill. Silent Hill bearbeitet natürlich auch die ungesprochenen oder unausgesprochenen sexuellen Sachen. Und ich finde es sehr gut, wie du das so interpretierst. Genau. Gut gemacht, Leon. Ja, perfekt war der erste auf keinen Fall. Hatte mit dem Spiel eine gute Zeit, aber ich würde es auch nicht in den Himmel loben, wie es einige andere machen. Ja, okay, Leon denkt dasselbe. Okay. Boah, cool. Da haben wir ja schon einige Gleichgesinnte. Zeki schreibt noch, Rithlin, der einzige Mensch, der in Sitzen und mit Augen offen und... ja. ja. Oh, ich bin heute, wie gesagt, meine Haut, ne, einfach nicht, Heuschnupfen incoming und Heuschnupfen mit Augen und Haut ist heute richtig schlimm. Also nicht, denkt einfach nichts, wenn ich erröte. Gut, ja.
Die Geschichte hingegen war super und das DLC fand ich wahnsinnig gut. Gerade das DLC habe ich ausnahmsweise nach dem Hauptspiel nicht gespielt. Ich wollte es immer mal spielen, aber weil das Hauptspiel mich nicht so krass mega beeindruckt hat, habe ich irgendwie das DLC dann. Ich weiß, ich habe es ganz oft immer auf dem Plan gehabt. Ach ja, das kann man ja anspielen, das kann man anspielen. Aber so richtig Bock hatte ich irgendwie nie, weil ja eben der erste Teil irgendwie so. Ja, so halt war, ne? Leon, schmeißen wir die Silent Hill Interpretationsmaschine an. Der Wurm als monströser Phallus, welcher Heathers Angst vor der Adolescence und deren Aufgaben darstellt. Oh yeah. Genau, erwachsen, how to adult. Auch sehr gut, Leon. Joel hieß er. Ach, Joel und Ellie, genau, Joel, Ellie. Ja, Joel. Joel, meine Aussprache heute. Dankeschön fürs Korrigieren. Ja, sieht doch schon mal super aus. Super. Dann haben wir also zumindest den Shopping Center Otherworld Horror doch geschafft. Ja, nichts ist offen. Schloss ist kaputt. Schloss ist kaputt. Ja, man kann hier auch nirgendwo mehr rein. Denn wir sehen eine Roulade. Eine Roulade. Ein Rolltor ist teilweise nach oben geöffnet worden. Wir können hier natürlich auch nochmal schauen. Alles. Schloss ist kaputt. Es sieht wirklich. Und es ist ruhig. Ich würde zwar auch nicht ganz sagen, dass wir wirklich wieder zurück in die echte Welt sind, weil man hat hier gar keine Besucher oder vielleicht hat das Einkaufszentrum sogar schon geschlossen, weil wir ja abends, es war ja die Abenddämmerung zu sehen. Das Telefon ist tot. Tja, wir haben alle unsere Hoffnung. Ich wünschte, ich könnte Papa erreichen. Erreichen. Genau, und hier war das ja in der Zwischensequenz, wo sie telefoniert hat. Dann ins Badezimmer vor dem Detektiv geflüchtet ist und vom Badezimmer aus durchs Fenster geflüchtet. Oh, aber man kann jetzt hier nirgendwo mehr hin. Auch nicht in die Herren. Ins Herrenklöchen. Badezimmer. Nee, gut. Ja, dann suchen wir einen Weg hinaus, aber wir haben somit wirklich alles erkundet. Oh, das Stahlrohr ist schon mega geil. Wenn ich das mal einfach so sagen kann. Denn es hat so eine geile Reichweite. Ah, Happy Burger, wo wir zu Beginn des Spiels ein Nickerchen, ein Naptime hatten. Ah, hier können wir jetzt auch abspeichern. So, Leon, den Otherworld Horror in der Mall. Oder einfach der Shopping-Wahnsinn. Der Shopping-Wahnsinn. Genau. Chuzeki fragt ansonsten noch: Kommt Zenit als Streamer auch zurück? Oh, und mit so coolen Emotes. Kommt Zenit? Ich weiß es nicht. Zenit hat eigentlich dieselbe Auffassung wie ich. Ich kann ihn ja mal fragen. Zenit? Er hat Kopfhörer auf, weil er ganz hinten am Ende des Raumes ist. Zenit! Wie er einfach keinen Bock auf mich hat. Ich werde ihn jetzt mal mit meinen Taschentüchern bewerfen, um ihn kurz zu fragen. Zenit? Hey! Ich hab dich schon dreimal gerufen. Ja, und es ist Zeki wollte gerne ganz herzliche Grüße ausrichten lassen. Und wollte dich fragen, ob du irgendwann auch als Streamer wieder zurückkommst. Okay, danke, dann weiß ich Bescheid. Könntest du ausnahmsweise mir bitte die Taschentücher ausziehen? Ich brauch sie nämlich. Du weißt, mein Heuschnupfen, you know. Sorry, ich hatte keinen anderen Weg. Ja, ich wollte jetzt nicht aufstehen, weil ich eine faule Sau bin. Genau, Burger Restaurant. Okay, also Zeki, der Synod sagte, es steht in den Sternen. Also was er einfach damit sagen möchte, ist vielleicht ja, vielleicht nein.
So. Gut. Genau, weil eigentlich, ja, wie gesagt, haben wir beide das Gefühl, das Let's Play ist so ein bisschen auch wieder Massenware geworden und, ja. Genau. Gut. Sehr nette Frage von dir, dankeschön. So. Zerki Black. Zerki, irgendwie passt die gelaufene Distanz und den Schritten von Heather nicht zusammen, oder bin ich doof? Ja, es geht so. Manchmal hat das so einen komischen Nachhall. Also ich glaube, ich kann das auch nicht gut beschreiben, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, und Zeki schreibt, er spielt Witcher. Genau, richtig. Er war gerade sehr stark in Hexer-Angelegenheiten verwickelt. Erste-Hilfe-Kasten, Pistolenmunition. Voll cool, dass wir diesen Burgerladen betreten können. Ja, sieht eigentlich auch ganz okay aus, ganz gemütlich. Hier haben wir den Bestelltresen oder die Bestelltheke. Ah, und Beef Jerky. So, Schloss ist kaputt, aber mehr gab's nicht. Also gab's hier ein paar Objekte und Speicherpunkt. So, Leon, ihn mit Taschentüchern bewerfen, wenn er gerade am verwundbarsten ist. Ja, das, ja, also ich fühle mich eigentlich nicht bad, aber Leon, wenn du das so schreibst, fühle ich mich bad. Da hast du irgendwie recht. Aber ich wollte jetzt nicht schreien in der Wohnung. Was denken denn die Nachbarn? Ach, die denken sowieso, dass wir eh verrückt sind. Also von daher. Egal. Oh, mein Handy funktioniert. Muss ich mal gleich nachschauen. So. Heather, nichts wie weg hier. Oh. It's you. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. You did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Er macht einfach nur seinen Job. Why don't you start by telling me what happened here? Ja, wir wissen es ja selbst nicht mal, ne? Monster und so. What the hell was that? Krass, dass er jetzt auch in diese Welt hineingezogen worden ist. Bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something... I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. Wie wär's mal auch nach Hause gehen? Feierabend machen? Aber nachdem er die Monster gesehen hat, tja. Oh Gott. Ich verdrehe gerade die Augen, weil... Ich habe dieses U-Bahn-Level, ja, echt als nicht so angenehm in Erinnerung. Aber wir haben es geschafft. Es geht jetzt nämlich weiter.
Und ihr habt noch so schön geschrieben, Säcki hat noch geschrieben, der Burgerladen sieht wirklich super gemütlich aus. Ich mag den Holzstil. Ja, irgendwie mochte ich das auch. Das sah so normal aus und irgendwie auch gemütlich, genau. So, Leon, Heather ist ein typisches Teenie-Mädchen, glaubt, dass die ganze Welt mit ihr zusammenhängt. Das könnte man auch so sehen, dass, ja, natürlich, die ganze Welt dreht sich nur um sich selbst, genau. Gut. Oh, ich bin heute so ein krasser, wie gesagt, kennt ihr das, wenn ihr einfach mega blass seid und die ganze Zeit Hautausschlag habt und ihr mega gerötet seid? Das passiert mir auch nur, wenn ich schon irgendwie 10, 15 Minuten in der Sonne bin. Ja. Weil ich so eine scheiß blasse Haut habe. Käse. Ich bin käseweiß. Ja, oh süß, ist das ein Hamster? Hamsterfutter. Oh, growing strong and healthy. Minmo. Hamster oder ist das eine Katze? Oh, das ist ein Catfood. Für Siri. Siri heißt meine Katze, ne? Also deswegen. Fruity Rouge. Fruity Rouge. Oh, geil. Der neueste Rouge, den ich brauche. Gut. Huch. Die Feuertüren sind verschlossen. Die wären nur schwer zu öffnen, also forget about it. Oh, und sie hat noch was geschrieben. Gesagt. Wenn es nur ums Rein- und Rausgehen geht, sollte ich die kleine Tür am Ende verwenden. Ja, und die funktioniert direkt. So, wir haben keine Karte von diesem Gebiet, da wir hier komplett neu sind. Ja, Säcki hat noch geschrieben, haha, ich kenne es. Man hat ein Spiel so wundervoll in Erinnerung und nach kommen dir die Parts in den Sinn, wo du denkst, oh mein Gott, absolut keinen Bock. Das hatte ich gefühlt 300 Mal bei Resi 4. Ja, Waffankulo Sonne. Ja, das ist wirklich Waffankulo. So, genau, 300, ja, du kennst Resident Evil 4 auch in- und auswendig. Hast da auch schon verschiedenste Challenges gemacht, Säcki, und man mag es zwar, aber manche Stellen, wenn man dann mittendrin ist, dann denkt man sich so, okay, vielleicht doch ein bisschen überspringen diese Stelle. Oh Gott. Nee, also das war schon ein bisschen verwirrend, selbst trotz Karte, glaube ich. So. Ja, damals, cringe, habe ich alles vorgelesen. Stash your trash. Ja, räum deinen Trash weg. Wir haben es kapiert. Hazel Street. So, Schloss ist kaputt. So, Siri und nicht Siri, zur Siri und nicht Siri, zur Klarstellung. So, jetzt haben wir das. Zumindest in der deutschen Synchro sagen die ja ständig Siri. Gut, Phone. Genau. Schloss ist kaputt. Boah, vor allem fällt mir auf, ich glaube, ich habe das hier in ganz Silent Hill 2 und in den Silent Hill 3 Let's Play noch gar nicht gesagt. Hier ist eine Karte der U-Bahn. Aber auch ohne hinzusehen, kenne ich noch meinen Heimweg. Einfach rein in den Zug zur Bergen Street von Bahnsteig 3. Ja, das ist, that's the problem. Und zwar, damals habe ich das ja alles noch separat aufgenommen. Ich nehme das ja jetzt auch gerade noch mit einem Videograbber auf. Und ich musste separat meine Stimme aufnehmen, als auch separat das Bild mit der Videograbber-Datei. Und damals, boah, ich konnte noch nicht so gut zusammenschneiden. Ich habe wirklich meistens immer so 5 oder 8 Sekunden später das zusammenschneiden können, keine Ahnung, in meinem Programm. Und manche Sachen, vor allem in Silent Hill 3, hat man es noch gemerkt, weil das mein erstes Konsolen-Let's Play war. Oh, da oben haben wir was, aber mit der Zeit wurde ich dann ein bisschen besser, aber es gab immer eine Latenz zwischen Gesagtem und dem Gesehenen. Also zwischen dem Audio und dem Visuellen. So, auf dem Fahrkartenautomat liegt eine Zeitung. Tödlicher Unfall in Hazel Street. Gegen 23 Uhr am 4. des Monats fiel ein auf dem Bahnsteig der Station Hazel Street wartender Mann auf die Gleise und wurde vom gerade einfahrenden Zug Richtung St. Renata College enthauptet. Das Opfer starb auf der Stelle. Die Polizei untersucht, ob es
Unfall oder Selbstmord war. Zeugen zufolge schien das Opfer jedoch nüchtern zu sein und absichtlich vom Bahnsteig zu springen. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich sehr wahrscheinlich um Selbstmord handelte. Die Identität des Opfers ist noch immer unbekannt. Der Mann war circa 40 Jahre alt, Der Mann war etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 groß, Meter und trug eine schwarze Jacke. Diese Zeitung ist 4 Monate alt. Wieso liegt die jetzt hier rum? Ich bekomme keine Fahrkarte, auch wenn ich Geld einwerfe. Der Fahrkartenautomat ist kaputt. Ja, das sagen sie alle und dann fahren sie schwarz. So, kenne ich den Heimweg? Genau, haha. Eine Katze Schwalbe nennen. Ja, genau, ein bisschen überspringt dein Cringe-LP ist einfach meine Adolescent-Zeit. Ja, aber so ist es auch umgekehrt. Wirklich, deine Let's Plays sind ja auch meine Zeit gewesen. Deswegen ist es ja schon mega cool irgendwie. Haha, ich habe immer mit dem Stimmprogramm runtergezählt. Immer so 3, 2, 1. Hey ho, Freunde. Oh, wie ich das immer mochte. Also, mag. Richtig gut, Seki. So, Leon ist wirklich so. Das hat mich auch begleitet und geformt. Ihr seid so süß, was ihr schreibt, ey. Damit ich wusste, wo ich schneiden kann, kenne deinen Struggle. Ja, das war wirklich so. Sehr nostalgisch. Und 40 Zentimeter. Oh, habe ich echt gesagt, 40 Zentimeter groß? Ach so, nein, er war circa 180 Jahre. Und ja, interessant. Leon schreibt noch, das erste EP, was ich überhaupt gesehen habe, war ihr Silent Chat with Memories. Zu viele gute Erinnerungen. Oh, Leon, das freut mich sehr zu hören. Das ehrt mich auch sehr. Und selbst das Let's Play, oh Gott. Oh Gott. Heftig. Und peinlich für mich. Gut. So. Schwarz fahren kann man heute auch noch. Denn die Tür war einfach auf. Gut. Oh Gott, nee, ich habe echt keine Lust drauf. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade sehr unmotiviert hier sitze. So. Ich habe eine Karte des U-Bahn. Der U-Bahn. Schloss ist kaputt. So. Man meint, mit einer Karte. Könnte alles besser gehen? Normalerweise ja in Silent Hill, außer die U-Bahn-Karte. Ich glaube, ich merke, ich bin generell kein U-Bahn-Level-Fan, weil wenn ich jetzt an Silent Hill 4 auch noch denke, oh, das erwartet uns auch noch. Gut, runter in die Hazel Street. So, ihr habt ansonsten noch so nett geschrieben. Ah, oh, voll toll, dass du so treu bist nach all den Jahren. Ja, das stimmt. Still in love with the cringe. Oh Gott. Das ehrt mich wirklich sehr, Leon. Jude Zeki, genauso wie Synod Saw Let's Play, mein allererstes Let's Play und ich habe es geliebt. Ja, stimmt, Synod Saw Let's Play. Ja, ja doch, man hat anscheinend wirklich so natürlich Bezüge, was... Ja, einen geprägt hat. Das hat man ja auch mit Spiele oder mit Musik oder mit Filme. Genau. Schloss ist kaputt. Schloss ist kaputt. Dann schauen wir jetzt mal genauer. Oh, ich würde ehrlich sagen, eigentlich möchte ich nicht aufhören zu streamen. Aber dieses U-Bahn-Level, das nervt voll. Das ist nämlich mein Problem. Oh, sind jetzt letzte. Zeki hat noch geschrieben, genauso. Ich wette, Rithlin, voll am Spucken hier, macht Chatred Memories auch noch. Uns erwartet eine tolle Zeit. Oh, Zeki, das hast du voll schön geschrieben. Oh, das freut mich voll, wie du das geschrieben hast. Leon, die etwas anderen Jugendhelden. Ja, das stimmt, hast du auch schön gesagt. Obscure 2 war damals auch extrem geil. Ehrlich? Oh mein Gott.
Das freut und ehrt mich wirklich sehr zu lesen, zu hören, Leon. Gut. So, Zeki hat auch noch geschrieben, Synod und Rithlin Obscure Super Duo Let's Play. Let it happen. Ja, Obscure, witzigerweise, wir haben ja viele Spiele schon zusammen oder abwechselnd gespielt. Oh, Bergen Street. Außer Obscure, das haben wir wirklich nie abwechselnd gespielt, obwohl man das machen könnte, sowohl Teil 1 und 2. Genau. Genau, und wir hatten ja mal unser Super Duo, Saturday oder Super Duo Let's Play, genau. Was manchmal nicht so ganz Super Duo war. Aber, Zeki, es freut mich sehr, dass ich da auf jeden Fall schon mal Ideen, Anregungen höre. Und ja, wir haben hier den Speicherpunkt, den ich, ja, gut finde. Boah, aber ich will mich echt drücken. Ich habe gar keine Lust auf diese Scheiße, ey. Es tut mir so leid. Ich mag keine U-Bahn-Levels. Zeki schreibt aber ganz motiviert, zieh das U-Bahn-Ding durch, dann hast du es hinter dir. Ja, das stimmt auch. Aber ich habe Angst, dass ich jetzt hier sterbe. Ich hab voll Angst, Fehler zu machen. Ach ja. Ach, jetzt bin ich wieder hier, oder? Ah, ich weiß noch damals. The telephone is ringing. Eine Reihe von Telefonzellen, aber sie sind alle kaputt. Deswegen hat auch gerade eben eins geklingelt. Ich weiß noch, damals habe ich hier auch in dem Part, glaube ich, mich rangestellt und eine Pizzalieferung imitiert, als ob ich jetzt gerade wirklich mit Heather eine Pizza bestellen würde. Das lassen wir mal heute, glaube ich, lieber. So, was sehen wir da sonst noch? Zeki hat noch geschrieben, Obscure 1 habe ich durchgespielt und man kann es im Koop spielen. Habe immer aufgehört, als ich meinen Fotografencharakter verloren habe. Ah, okay. Ja, Teil 1 und 2 habe ich auch gespielt, alleine. Forever Alone. Alone, das erinnert mich voll an Zeki. Mit dem Spiel. Und ja, aber ich weiß gar nicht mehr, wer der Fotograf-Level-Typ war. Der Fotograf-Level, genau. Wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, hier ist eine Karte der U-Bahn. Sie sagt immer dasselbe, wir drücken jetzt einfach keine Karten mehr an. Und Obscure 1 und 2 habe ich auch wirklich nur einmal durchgespielt und dann nie wieder. Also irgendwie war es das dann an Horror, weil es gab irgendwie andere Horrorspiele. So, da haben wir... Oh Gott, Hunde, Bergen Street. Oh. Nee, ich habe hier einfach keine Lust. Oh Gott, diese Musik. Warum kommt diese komische Musik jetzt gerade an der Stelle? So, Zeki hat noch geschrieben. Wen juckt es, ob du Fehler machst? Willst du mir sagen, du bist kein Mensch? Deswegen mögen wir dich doch. Oh, wie lieb von dir. Oh. Du bist voll heute der Motivationscoach. Das mag ich voll. Ich meine, du bist ja sowieso immer der Motivationscoach und hast immer gute für gute Laune gesorgt. Ja, das stimmt. Ja, ich versuch's. Ich gebe mir Mühe. Ah, Zeki hat noch geschrieben, der Fotograftyp war der am Anfang, den man bekommen hat. Mit einem grauen Hemd oder so. Hab Obscure auch nie nochmal gespielt. Witzig, Zeki, dann haben wir ja beide das ähnlich gemacht. Ah, okay, ich kann mich, glaube ich, selbst an den zweiten Teil noch ganz... Ja, natürlich knabberst du uns an. Wie sollte es dann auch anders sein? Nee, aber wir nehmen jetzt nicht einen Heildrink. Ja, okay, ganz verwirrend. Wie war das jetzt nochmal? Ich versuche, mein Toastbrothirn anzustrengen. Denn sie ist abgeschlossen. Und ich glaube, genau hier müssen wir hin, weil hier dann die Burgs... Nee... Sie muss zu Gleis 3 gehen. Oh, all diese Hunde. 3 Stück. So. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Nicht runterfallen. Wir müssen hier auch ein bisschen an den Bahngleisen achten.
Das ist das Gute, dass er hier jetzt nicht hochkommt, weil das eine andere Ladesequenz ist. Das verstehe ich nicht. Plattform 3. Ja, wir brauchen dafür den Schlüssel. Gut, dann müssen wir jetzt zu Plattform 4 gehen. Hier ist es noch still. Ah, wir haben einen Gesundheitsdrink auf der Wartebank. Dann laufen wir weiter und ich gehe hier nicht zu nah an den Gleisen, weil wir haben ja in der Zeitung über einen Selbstmordmenschen gelesen. Und wir wollen nicht dasselbe wiederholen. So. Zeki schreibt noch, ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir um 2 Uhr nachts Resi 2 aufgenommen haben, wo du mich motiviert hast, weil ich keine Lust drauf hatte. Das war Gintastisch Part 1 bis 3. Ja, das stimmt. Ich fand das mega gut. Vor allem, ja, meine Eltern waren da streng. Und ja, meine Eltern, die waren halt noch so auf dem Trip, so, nee, Internetfreundschaft, nee, das sind alles so Pädophile und Perverse, nee. Und ich weiß noch, dass ich deswegen ja auch heimlich dann mit dir geskypt habe, weil meine Mutter ist auch erst irgendwie um 1 oder 2 Uhr morgens am Pennen gegangen. Und damals hatte sie auch noch die Angewohnheit, mir immer gute Nacht zu sagen. Und dann wollte ich nicht, dass, wenn sie in mein Zimmer reinkommt, merkt, dass ich da am Quatschen bin. Oh Gott, was war das nur für eine Zeit? Ja, und was waren das nur für Eltern? Naja, auf jeden Fall, aber fand ich es mega genial, dass du, Zeki, dich ja noch dafür trotzdem umgestimmt hast, dann auch um 2 Uhr noch nachts diesen Part aufzunehmen. Obwohl das, wie gesagt, obwohl die hier auch die Qualität und so natürlich bei mir mit dem Internet per Skype nicht so mega geil war an dem Abend, in der Nacht. Aber trotzdem war das mega cool und das hat mich so geehrt. Ich habe mich so gefreut, bei dir das so mitsehen zu können, weil damals gab es ja auch noch Bildschirmübertragung über. Ach nee, ich glaube, das gibt es heutzutage immer noch bei Skype, ne? Oh, ich war schon lange nicht mehr in Skype. Laufe ich jetzt eigentlich im Kreis? Nee, laufe ich nicht. Oh ja, auf jeden Fall. Das war so geil. Das hat mir so Spaß gemacht, mit dir zu reden und dann auch live dabei zu sein. Also, da habe ich mich wirklich, wirklich mega, mega geehrt gefühlt. Daran kann ich mich auch mega erinnern. Und was meinst du, wie oft ich diese Parts mir angeguckt habe? Oh mein Gott, ey, das darf ich hier gar nicht sagen, aber ich habe die sehr oft geguckt, weil das war eine schöne Zeit, fand ich wirklich. Voll schön, dass du dich auch noch daran erinnern kannst. So, stash your trash. Mal wieder. Statt den üblichen Gleisen haben wir jetzt hier über die Gleise die Gitter, ein Gittergestell. Oh Gott, und hier laufen Monster rum. Ja. Oh, es geht hier noch tiefer. Oh mein Gott. Nein, ich habe irgendwie hier wirklich. Okay, an beiden Seiten geht es herunter. Was war hier nochmal? Ah, nein, nein, nein. Was gibt's hier? Es ist nur Müll. Der Weg ist mit Müll blockiert. Oh, ich hab voll Angst. Nee, auf den Bänken gibt's hier nichts mehr. Okay, da müssen wir wirklich runter. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Nein, nicht anknabbern. Da lag doch was. Ich bin doch nicht blöd. Oh, shit. Nee, ich glaube, hier liegt doch nichts. Okay. Ach, es geht mit vom Status her. Dann lassen wir das mal. Zeki hat noch geschrieben, schöne Zeiten und wir motivieren uns gegenseitig gut. Haha, ja, Skype war so pixelig. Ja. Ja, das ist das Schöne. Sehr schön. Ah, hier haben wir jetzt einen Nussknacker, den wir eigentlich für die Walnuss gebraucht hätten, aber hier ist sehr viel Müll. Oh Gott, richtig verwahrlost. Der Müll blockiert hier alles. Okay, wir haben den Nussknacker. Wie war das denn nochmal? Meine Erinnerung schwindet. Nussknacker, Nussknacker. Ich glaube, damit können wir was auf. Konnten wir ein Schloss aufbrechen? War das so? Nee, mehr gibt's hier auch nicht.
Der Nussknacker war zu Plattform 2. Okay. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ah, hier gibt es auch nicht weiter. Ist auch mit Plane und Gitter übersät. Versehen, übersät. Zeki schreibt noch, siehst du, du kriegst den U-Bahn-Part gut hin. Oh, ich hoffe es. Ah, Gesundheitsdrinks, Patronen. Gesundheitsdrinks. Schläft hier jemand? Das rote Zeug hier. Das rote Zeug hier ist alles Blut. Der Typ schläft nicht. Warum bin ich nicht im geringsten überrascht? Ich glaube, dieser Albtraum hat meine Sinne etwas abgestumpft. Schauen wir mal. Ah, jetzt sehen wir ihn wirklich richtig gut. Ja. Wer weiß, ob er obdachlos war. Und wer weiß, wer das ist. Dass er hier im Müll leider so vergraben worden ist irgendwie. Schon ein bisschen traurig irgendwie. Gut. Oh, ich habe jetzt Steuerkreuz weiter. Nein. Nein, festgehalten. So. Ja, dann weiß ich jetzt nicht weiter. Aber den Nussknacker, den müssen wir ja... Wo war das nochmal? Den müssen wir irgendwo verwenden. Also hier geht's jetzt nicht weiter. Und hier... Oh, haben wir nur den Nussknacker gehabt. Wie dieser Hund da auf der Treppe gelauert hat. Leon schreibt noch, frag mich, was die Charaktere sich denken müssen, wenn die so einen random Shit mitnehmen. Hm, Nussknacker, den werde ich bestimmt noch gebrauchen können. Ja, das frage ich mich auch so. Ich meine, klar, man ist ja am Überleben. Ah, was haben wir hier? Schloss. Ach so, das Schloss ist kaputt. Nee, dann können wir das nicht öffnen. Man kämpft hier ums Überleben, aber... Ich meine vor allem, wenn man das jetzt auch ganz natürlich realistisch betrachtet, sie hat ja jetzt hier auch gar keinen Rucksack bei. Ich würde natürlich versuchen, so gut es geht, mit geringstem Gepäck zu reisen. Aber ja, der Gedanke ist sehr interessant, Leon. Verzeihung. So, waren wir hier schon mal? Ja, wir waren hier schon mal. Was war denn mit dem Nussknacker abgeschlossen? Nee, hier war nichts abgeschlossen. Nee, wir müssen unten irgendwie eine Tür... Oder habe ich das... Doch, das habe ich doch hier schon alles erkundet, richtig? Ja. Oder, Moment, wir kamen zu Central... Verzeihung. To Central Square. Aber da haben wir eine Tür nicht ausprobiert. Ich glaube, wir versuchen mal ganz zurückzugehen. Zeki schreibt noch, Gesundheit, Dankeschön. Danke. Nee. Wo laufe ich denn jetzt hin? Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Wir können hier hin. Doch, sie hat doch Bergen Street gesagt. Nee, das ist nicht Silent Hill 4. Moment, konnte man nicht eigentlich hier rein? Nee, das Schloss ist kaputt. Das bin ich schon... Aha, ich bin anscheinend auf der Seite schon hinuntergestiegen, aber auf der Seite nicht. Zumindest was auf der Karte markiert ist, wie es scheint. Dann laufen wir weiter nach unten. Doch, hier waren wir doch schon mal. Okay, aber wir waren noch gar nicht bei Plattform 4. Da ist der Speicherpunkt, da geht's weiter. Diese zwei Plattformen habe ich nicht erkundet. Okay, wir gehen jetzt erstmal links gucken, was das links für eine Plattform ist. Renata College. Okay. Ist das nicht herrlich, diese... Ah, diese Stille. Das habe ich vor langer Zeit gelesen. So ein abgedrehtes, okkultes Spinnermagazin. Ich fand das alles ziemlich daneben.
Wenn man es nur so zum Spaß liest, ist es aber nicht übel. Die Seelen derjenigen, die plötzlich durch Selbstmord oder einen Unfall gestorben sind, erkennen nicht, dass sie tot sind. Manchmal bleiben sie und spuken am Ort ihres Todes. Die Geister haben ihre menschlichen Sinne und Erinnerung verloren und können nur immer wieder den Schmerz und die Trauer im Moment ihres Todes wiederholen. Der Schmerz kann so stark werden, dass sie sich auf der Suche nach Rettung an Menschen wenden oder sie gönnen den Menschen ihr Leben nicht. Dann kommt es vor, dass sie von einem Menschen Besitz ergreifen. Orte, die als berühmte Selbstmordstellen oder Gebiete mit hohem Unfallaufkommen bekannt sind, tragen häufig die Schuld. Sie sollten bei der Annäherung an solche Stellen vorsichtig sein, besonders an dem Tag oder zum Zeitpunkt, an dem sich der Tod ereignete. Das heißt, wenn Sie nicht wollen, dass es Ihnen auch passiert. So, Jackie, stimmt, Plattform 4. Genau, oh nein. Eigentlich müsste ich jetzt abspeichern. Konnte man jetzt hier in der Nähe abspeichern, weil wir eine weitere... Warum mache ich jetzt... Es war... Okay, also Plattform 4 muss ich mir merken, weil wir haben nicht ohne Grund das gelesen. Und es wäre gut, wenn wir einmal abspeichern. Denn es könnte sein, dass uns so etwas in der Art auch passieren könnte. So, gut. Los geht's. Illuminati. Ich habe auch damals sehr viel über die Illuminaten und Ayman Abdallah gesprochen. Genau. Ich begrüße ganz herzlich zur Livestream-Sitzung Typisch TV. Hi Typisch TV, schön, dass du eingeschaltet hast. Supi. Vielen herzlichen Dank fürs Hosten. Wir befinden uns im U-Bahn-Level. Ich streame heute seit knapp ein bisschen über einer Stunde. Und haben das Shopping Center. Oh Gott, das hört sich ja hier schon mal schrecklich an. Geschafft. Und deswegen sind wir jetzt hier in diesem U-Bahn-Level, was ich persönlich nicht so angenehm in Erinnerung habe. Wir müssen hier echt aufpassen. Wir haben hier abgespeichert, ne? Oh, okay. Oh Gott, diese Atmung, voll der Creep, ey. Okay, okay, okay. Nein! Oh, gut, gut, gut. Wir haben es geschafft. Gesundheitsdrink. Hallo? Wer war das? Okay. Nichts. Hört sich wie ein Luftzug an. Gut, dann haben wir also diese gruselige Geistergestalt doch auch schaffen können. So. Da sind wir hoch und runter gekommen. Da sind wir... Okay, ich glaube, ein bisschen verstehe ich jetzt hier mal die Karte. Also die U-Bahn-Karte... Ich weiß, habe ich schon mal erwähnt. So. Es hört sich hier so gruselig an. Ja, jetzt sind wir aber Plattform 4 entlang gegangen. So, wir müssen diese ganzen Plattformen mal noch begutachten. Oh, wo war denn der Nussknacker? Hallo, Nussknacker. Gut. Ja. Dann werden wir, genau, Plattform 1 und 2 uns anschauen.
Das heißt, wir müssen hier an dem Speichersymbol vorbei. Boom! So, da geht's ja nicht weiter. Dann, Moment, spiegelverkehrt. Jetzt nach rechts. Verzeihung. Schloss ist kaputt. Ah! Das sieht doch nach das aus, was ich gesucht habe. Nach dem. Die Tür ist mit einer Kette verschlossen und die Kette ist mit einer Schraube und Mutter gesichert. Die Mutter ist fest angezogen. Ich kann sie mit bloßen Händen nicht drehen. Ja, und genau deswegen, schauen wir mal. Genau, da sehen wir dieses ganz dicke rote, dieser dicke rote Streifen, dass das Select bitte. So, Nussknacker verwenden. Ja, dass es abgeschlossen ist. Ich habe einen Nussknacker verwendet. Ja. Ach, wie cool. Dann haben wir es ja doch ganz gut gefunden. So, typisch TV. Ach ja, die U-Bahn. Ja. Uff, mir ist gerade aufgefallen, dass das Spiel mittlerweile so alt wie Heather ist, hat Leon geschrieben. Ja, stimmt. 17 Jahre von 2003. 17 Jahre. Krass. Boah, krass, krass. So, Nussknacker ist nun verschwunden. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht mehr, was gab es dann jetzt hier zu erledigen? Was gab es denn nach dem Nussknacker? Nach dem Nussknacker, da muss ich total an Nussknacker-Geschichte denken, aber naja. Aha, hier auch wieder eingezäunt. Zeki schreibt nach. Ah, endlich hat der Nussknacker Verwendung gefunden. Oh ja, Zeki. Ah. Habt ihr das auch gerade gehört? Es hat sich so ein bisschen wie so ein Löwe angehört. Wir können jetzt aber diesen Zug besteigen. Beziehungsweise befördert werden. Ein als Geschenk verpackter Karton. Ein Geburtstagsgeschenk? Nein, glaube ich nicht. Niemand, den ich kenne, gebe mir sowas Abstoßendes. Aber ich nehm's trotzdem. Das könnte nützlich sein gegen die Monster. Jo, jetzt haben wir die Schrotflinte. Jemand hat's wohl aus Versehen hier gelassen, aber wer täte das? Schrotflinte. Haben wir denn auch schon Shotgun-Shells gefunden? Nee, ne? Nö. Moment, Schrotflinte, ist das denn überhaupt als Waffe? Ja. Aber sie hat 6 Schuss. Schrotflinte, fast 6 Schuss. Schwer zu benutzen, hat aber eine große Reichweite. Genau, okay. Gut. Was gibt's sonst im Zug? Ich höre gruselige Sachen. Schrotpatron. Ah, hier haben wir jetzt Schrotpatron. Bewegt sich kein Millimeter. Gut, dieser Zug. Oh Gott. Zeki schreibt noch, sie nutzt die Schrotflinte wie ihr Rohr. Ja. Leon schreibt eine Shotgun als Geburtstag. This is America. Ja, eigentlich, genau, stimmt. Das habe ich gerade auch gedacht, dass in Amerika Waffengesetz und so. Ja, Heather, du müsstest doch eigentlich wissen, dass das... Oh, ja, jetzt fängt's an. Es fängt an, dass wir hier diese widerlichen, ekelhaften Fettklopse haben. Oha. Alter, mach mal nicht Body Slam und so, ja? Vorräte. 9. Ich versuche, den umzunieten. Wir versuchen es. Aber bis man durch seinen Speck überhaupt durchkommt. Wow. Krass. Okay, nee. Oh, aber wir können uns ihn mehr angucken. Heather steht nicht auf. Das ist kein gutes Zeichen. Hallo? Nee, erstmal schnell wegrennen. Weil
Wisst ihr noch, als ich letztes Mal nicht aufstehen konnte? Ja, gelb. Ganz toll. Nee, wir müssen... Nee. Und eine Shotgun will ich an ihn jetzt nicht verballern. Wir lassen einfach diesen Fettklops... Der hatte gar kein Gesicht, sondern sein Gesicht war auch so... eingedrehtes Fleisch, wo Blut rauskam und so richtig ekelhaft. Wir könnten jetzt also nach unten oder nach oben. Wir arbeiten uns von unten nach oben hinauf. Hocharbeiten. So, oha, Root. Speckmanfred. Zeki, das ist jetzt der Speckmanfred. Manfred. Voll gut. Das ist voll die gute Bezeichnung. Damn boy, he's a thick ass boy. Schreibt Leon noch. Ja, ich glaube, den kann man auch ganz gut wirklich, wie gesagt, mit Shotgun, aber ich will jetzt hier nicht. Leiter, Schubkarren blockieren den Weg, da kommen wir nicht vorbei. Feuertür? Achso, das ist nur eine Feuertür. Interessiert sie also nicht. Also ist das nicht wichtig. Sandra Nata College? Wie sieht denn die Karte jetzt aus? Okay. Plattform. Wir können zwei Plattformen verwenden. Das Schloss ist kaputt. Wo würde es hier denn lang gehen? Tür ist fest zu. Nee, okay. Dann müssen wir diese zwei... Bergen Street. Eigentlich müssen wir doch dahin. Oder? Oh Gott. Oh, meine Nase kribbelt. Ja. Wie war das nochmal? Wir sehen, dass die Kamera, die fixierte Kamera, auch auf die Tür hin fixiert ist. Zentriert. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Ich glaube... Die Tür ist so eine Art Falle und wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Zug... Sie ist offen. Ah, wir haben jetzt eine Passage freigeschaltet. Oh. Zeki schreibt noch, wo würde es hier lang gehen? Fragen, die Silent Hill Entwickler nicht gerne beantworten und Türen verschlossen halten. Ja, das stimmt. Ist die U-Bahn fast fertig? Hast du doch voll gut gemacht. Oh, danke schön. Ja, ich glaube, die U-Bahn ist fast fertig. Ich weiß nur noch nicht, woran... Es hat auf jeden Fall was mit der Tür zu tun, wo die Kamera so schön hingeschwenkt hat. Ich weiß nur noch nicht... Ah, bei der Plattform waren wir schon mal. To Bergen Street. Da, Plattform 4 waren wir noch nicht. Wir müssen einmal gegenüber, weil ich glaube, mich erinnern zu können, wenn wir jetzt schon so typisch... Einfach so, dass der Spieler das ausprobiert. Wenn der Spieler jetzt einfach ausprobieren würde, so, oh ja, geil. Eine Tür, die werde ich doch mal gerne benutzen wollen. Dann glaube ich, ich kann mich auch irren. Werden wir vom Zug überrollt? Und das wollen wir jetzt noch nicht. Und ich glaube, wir müssen hier erst noch etwas Bestimmtes auslösen oder abschließen, damit auch das geht. Also, ich kann mich heute ganz komisch artikulieren. So, Plattform 4. Deswegen würde ich erstmal vorschlagen, dass wir auf der Karte wirklich alles abarbeiten. Also alles, was noch nicht betreten worden ist, dass wir das auf jeden Fall mal betreten. Wow, der Sound rastet hier wieder aus. Nein. Oh, habe ich dich voll in die Falle gelockt, ne? Hä? Irgendwie bringt das hier nichts. War das hier wirklich... Ein unwichtiger Part? Das Schloss? Hä? Okay. What? Wirklich? Nee, kein Heather Sandwich. Genau. Gut, hier gab es jetzt nichts. Oder haben wir das... Leon, wir wollen jetzt noch nicht vom Zug überrollt werden. Müssen wir uns Sorgen machen? Leon,
Ja, ich glaube, ich habe mich wirklich gerade eigenartig ausgedrückt, aber nein, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Denn wir haben Lebenswillen und wir wollen ja noch wissen, was es hier auf sich hat mit Heather und der ganzen Sache. Aber ich glaube, oder ist das Spiel echt schon fertig? Also dieser Abschnitt? Man hat den Nussknacker und findet ihn und dann... Wir begutachten die Karte, ob ich jetzt wirklich alles untersucht habe. Okay, und wenn ich jetzt zu Plattform 3 hochgehe, wie geht man hier nochmal hoch? Oh Gott. Da, ich glaube zu Plattform 2. Da geht's hoch, oder? Nee, die ist ja... Die ist nicht betretbar. Dann müssen wir nochmal hier ganz am Ende... des... Genau. Am Ende des... Genau. Und ihr wisst genau, was ich meine. So, ab nach oben. Es geht wieder so ein bisschen los mit Nacken. Alles auf meinen Nacken. Oh Gott. So, hier haben wir... Plattform 1 ist das Einzige, was wir nicht untersucht haben. Sonst haben wir das... So, aber ihr habt noch fleißig geschrieben. Zeki schreibt, du als echte halbe Italienerin auf einer Skala von 1 bis 10. Oh, geil. Wie sehr magst du Tiramisu? Auf einer Skala von 1 bis 10. Voll gut, dass du noch sogar so Italienisch schreiben kannst. Ey, Mamma mia, voll gut. Ich muss zugeben, Tiramisu ist wirklich eines der einzigen... Doch, Tiramisu mag ich überhaupt nicht. Es ist mir viel zu bitter. Also eigentlich würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 2, von 1 bis 10 würde ich sagen, dass es eher so eine 2 ist. Also ich mag wirklich nicht Tiramisu. Aber sonst der ganze andere Rest mit natürlich Pasta, Lasagne, viel mit Zucchinis, viel mit Tomaten, viel mit Auberginen. Das mag ich alles sehr, aber Tiramisu... ist irgendwie, ja, nicht so mein Ding. Wie ist das denn bei dir, Zeki? Oder bei euch generell? So, Leon schreibt, aber Tiramisu ist ultra nice. Ah, okay, dann weiß ich das, Leon, dass du schon Tiramisu richtig geil findest. So, Leon schreibt, musst du den nicht den Zug kurz triggern und sofort wieder zurück auf die Plattform? Ja, das bin ich gerade auch am Überlegen, ob ich nicht doch schon alles gemacht habe. Und ich glaube, das muss ich jetzt doch machen, weil ich glaube, wir haben alles hier erkundet. So. Achso, finde ich auch zu bitter. Ich liebe frische italienische Küche auch. Ja. Ja, ich finde, Essen ist wirklich auch Lebensqualität und Essen ist Kultur. Und ich liebe das Essen von meiner deutschen Oma. Ich liebe das auch. Nur ich merke, dass halt meine deutsche Oma, die macht auch geiles Essen und sie kann schon gut Variationen machen. Aber verglichen mit meiner italienischen Oma, ist es wirklich so, meine italienische Oma macht, keine Ahnung, aus Kartoffeln oder nur aus Nudeln schon irgendeine geile selbstgemachte Soße. Und ich habe wirklich das Gefühl, da sind Italiener auch irgendwie kreativer als deutsche Küchen. Also die Deutschen sticken, also bleiben meistens an ihren Kartoffeln oder so Sauerkraut oder so. So Schnitzel und die Italiener machen halt auch viel mehr mit Gemüseauflauf, also viel mit Zucchini, viel auch mit Käse überbacken und all so ein Zeugs und ja, zumindest habe ich so das Gefühl. Also wie gesagt, nichts gegen meine deutsche Oma, die kocht auch mega geil, aber meine italienische Oma ist ein bisschen besser, wenn man das so sagen kann, aber Oma, ich habe meine Oma ist natürlich trotzdem gleich lieb. So. Schloss ist kaputt. Nee, dann gehen wir jetzt... Okay, wo war das? Nee, wo... Der Zug? Nee, wir gehen jetzt nach oben. Ach, genau. Wir müssen jetzt immer weiter nach oben steigen. Ah, nein! Da hat der Fleischklops noch gesessen. Friedlich vor sich hin. Hier waren wir noch gar nicht oben. Kann das sein? Ach so, doch. Das ist ja die Tür mit dem Nussknacker.
So, ihr schreibt noch so richtig geiles. Leon, ich koche auch echt gern italienisch. Nur an Oliven komme ich nicht dran. Ah, okay. Leon, ja, die Küche ist toll. Was meinst du mit den Oliven? Ah, okay, ihr unterhaltet euch noch untereinander. Zeki schreibt noch, du hast recht. Ist absolut so. Wir sind irgendwie schwerer vom Essen, habe ich das Gefühl. Verstehst du, was ich meine? Ja, es ist irgendwie so, deutsche Küche ist auch lecker und es gibt auch dieses klassische und so. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was ich aber an der deutschen Küche auch nicht so ganz verstehe, ist, die Deutschen haben drei Mahlzeiten, dass die halt frühstücken, ihr Weißbrot oder Brötchen, dann Mittagessen und dann Abendbrot. Und das ist so eine Sache, ich kann abends nicht Abendbrot essen oder nur Brot oder so. Das ist so, ich esse ja generell eh nur zwei Mahlzeiten am Tag. Und wenn ich meine beiden Mahlzeiten nur mit Brot und dann abends nur mit Brot verbringen würde, oh nee, da würde ich dran kaputt gehen, weil ich liebe Essen und ja, und das ist zum Beispiel bei den Italienern anders. Die Italiener frühstücken, zumindest in der Region, aus der meine Familie kommt, die frühstücken eigentlich nichts. Oder wenn sie frühstücken, ist es ein Espresso mit so einem kleinen Süßigkeitenkeks, mit so einem kleinen Biskott. Und das war's. Dann machen die aber auch ein schönes Mittagessen. Und abends essen die aber auch nochmal warm. Aber wie gesagt, die machen, weil die ja natürlich aus der Ortschaft kommen, viel mit Tomaten, viel ja eben mit Oliven, Gurken, Auberginen, Zucchinis und so. Das ist alles so mehr Variation und ich habe das Gefühl auch mehr Kreation. Und ja, genau. Voll geil, dass wir hier gerade über Essen schreiben. Ich liebe Essen. So, Leon, schmecken mir einfach nicht. Ja, mit Oliven habe ich es leider auch. Oliven mag ich irgendwie auch nicht. Gut. Typisch TV und Resi heißen die dicken Gegner Whopper. Finde ich echt passend. Ja, so ein Whopper, ne? Typisch TV, voll gut. Aber dann habe ich mal ausprobiert. Ich fand das auf einmal gut. Ich glaube, bei Oliven muss man auch gucken, wozu man sie kombiniert. Also manche Sachen schmecken alleine eigenartig und wenn man die in irgendwas kombiniert, in irgendeinem Salat oder so, dann ja, glaube ich, sind die ganz gut. Ich glaube, das wolltest du damit sagen, Zeki, oder? So typisch, Stefan. Mir gefallen beide Küchen echt gut. Ich kann aber beides nicht auf Dauer futtern. Also die ganze Zeit Italienisch oder die ganze Zeit Deutsch. Ah, okay, das ist interessant, typisch TV. Das heißt, du brauchst da auf jeden Fall auch noch mal andere Abwechslung, was ja auf jeden Fall auch total interessant ist. Entschuldige, ich bin dann wohl kein richtiger Deutscher. Ich muss abends was Warmes essen. Ja, dann bist du kein richtiger Deutscher. Das stimmt. Ich muss auch abends was Warmes essen. Also. Und mir ist es auch egal, ob andere Leute sagen, das ist ungesund oder nach 18 Uhr verdaut der Magen nicht mehr so viel. So, das ist mir scheißegal, weil ich muss eine warme Mahlzeit essen und mir tut's abends nun mal gut. So, Leon schreibt aber auch, ist wirklich so, abends muss was Warmes ran. Geil. Und frühstücken kann ich nichts, außer erstmal Kaffee. Ja, genau. Ah, okay, cool. Stimmt, guter Punkt. Ich habe die mit Brot und Kräuterbutter mit Brot. Oh, und wenn die Kräuterbutter auch noch so geil war. Oh, ich liebe Kräuterbutter. So, und Zeki schreibt aber noch, jetzt wo du sagst, meine Opa und Oma haben immer abends Brot gegessen. What the fuck? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, meine Oma und Opa sind auch so, die machen sich ein schönes Frühstück, die machen sich ein Mittagessen und abends dann wirklich Brot. Brot. Ja. Aber krass, dass dir das jetzt durch unser Gespräch hier auffällt. Tja, was man dann nicht manchmal so merkt. Wir haben auch letztens über Millennials gesprochen und jetzt wissen einige, ob sie Millennials sind oder nicht. Also man weiß, wie gesagt, nie, was man hier für Allgemeinwissen, Grundwissen erlangen kann. Aha. Was? Zwei Stück? So viele auf einmal? Wo ist denn hier der Speicherpunkt? Ja, also ich glaube, soweit ich mit meiner Törö-Nase das beurteilen kann. Wie gesagt, an mir ist mal wieder ein Rhinoceros ausge. Nee, wir haben alles erkundet. Wir müssen das jetzt so machen, dass wir abspeichern gehen. Und ich werde es doch den Versuch wagen, mit der Tür
zu interagieren. Genau. Hä? Nee, da laufe ich ja wieder zurück. So. Jackie schreibt noch. Meine Mutter auch immer. Mama, ich habe Hunger. Ja, wir haben noch Brot. Ja, ich schwör's dir, ich kenne das. Meine Mutter auch. Immer wenn sie sagt, ja, wenn du noch Hunger hast oder so, oder abends so, ja, dann mach dir noch eine Stulle, mach dir noch eine Schnitte. Und ich immer so, ich habe aber keinen Bock auf Brot, ey. Boah, ich kenne das. Ja. Zeki, das kenne ich voll, ey. Ich begrüße ganz herzlich zur heutigen Livestream-Sitzung Mr. Skyark. Hi, Mr. Skyark. Schön, dass du eingeschaltet hast. Classic. Ja, yeah. I was like, really? Ja. Yeah. Das ist wirklich so. Genau. So, speichern war hier hinten. Moment. Ich habe doch die Tür... So. Ach, ich vergesse hier immer, weil früher war das, dass der automatisch dann aus dem Bildschirm rausging. Ah, schaut mal, jetzt leuchtet das rot und jetzt sieht man es noch besser. Boah, für die PlayStation 2, das ist schon cool. Mhm. Interessant. So, wie war das jetzt nochmal? Wo war die Tür? Oh Gott, ich glaube, ich hätte nicht abspeichern sollen. Da. Zu Plattform 3. Wie kommen wir da nochmal hin? Oh. Oh Gott, ich... Und das meine ich, an der Stelle bin ich einfach verwirrt. Zeki schreibt noch, meine Mutter hat mich auch mit einem richtig komischen Spruch getrollt. Ich so, Mama, ich hab Hunger. Und sie so, leck Salz, dann kriegst du auch noch Durst. Alter, absolut savage, Mom. Richtig cool. Oh, richtig cool, ey. Aber richtig nice, ey. Jetzt weiß ich, warum ich so bin. Nein, du bist mega cool, Zeki. Ach, cool. Ja. Ich glaube, wir müssen hier wieder runter zu Plattform 2. Doch, manchmal haben die Mütter echt coole Sprüche drauf. Also, oh, wie geil. Gut. Ich versuche immer noch herauszufinden. Ah, wir gehen da runter. Mit dem Nussknacker. Auf jeden Fall haben wir schon längst Progress geschafft, weil sonst würden die ganz dicken Fleischklopsteile hier nicht durch die Gegend latschen. Oh. Der sieht uns nicht, der Whopper, wie typisch TV. Hallo? Das ist so geil, seht mal. Weil er hört uns zwar, aber... Weil wir keine Taschenlampe anhaben, hat er keine Ahnung, wo wir sind. Er kann uns nicht orten. Hi. Oh. Und jetzt setzt er sich einfach hin und schläft. Das ist ja irgendwie ein bisschen niedlich, ne? Hi. Wie der aussieht. Und jetzt liegt er da einfach. Was? Ach nee, der Whopper. Wie typisch TV. Nein. Sorry, Zeki, ich habe das gerade verwechselt. Natürlich, wie Zeki das geschrieben hat. Boah, ich bin hier schon ganz durch. Dieses typische U-Bahn-Level macht mir einfach zu schaffen. Oh. Genau, Zeki, Verzeihung. Wie Zeki gesagt hat. So, jetzt habe ich's. Warte, nein, typisch TV hat's geschrieben. Ach, jetzt... ich bin voll durcheinander. Nee, also, kann ich hier hochscrollen? Ach, meine Nase... Also. Moment. Doch, ich glaube, ich kann hochscrollen. Aber, nee, irgendwie ist es weg. Egal. Nein, also, nochmal zur richtigen Klarstellung. Typisch TV hat einen Vergleich geschrieben.
und hat diesen Vergleich Whopper genannt. Zeki hat gerade nur darauf geantwortet, weil ich mich komisch ausgedrückt habe. Jetzt habe ich's. Ich glaube, so war das, oder? Da, Plattform 3. Ich glaube, wir haben es gleich, Leute. Da, Plattform 3. Ja, auf jeden Fall, genau. Gut, aber ich fand das lustig, wie du ihn Whopper nanntest. Genau, Leon, was hat der für geile Füße? Die sehen aus wie die Schuhe eines Baden. Ey, geil. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Typisch TV. Jetzt haben wir sie komplett durcheinander gebracht. Visible. Ja. Ja, ich war gerade echt ein bisschen durcheinander durchs Lesen. Ja, ist wieder so typisch Multitasking, ne? Spielen, lesen und reden. Okay, da ist die Tür. Wir wagen es jetzt. Ihr schreibt noch Leon Visible Confusion. Typisch TV. Ach ja, nur nebenbei. Ich bin kein Whopper. Okay, typisch TV. Gut, dass du das klargestellt hast. True Zeki cries in Spanish. Badenschuhe. Oh, ihr seid so geil drauf, ey. Cries in Spanish. Scheiße, hallo? Hallo? Oh Gott, die Perspektive. Weil die Kamera abgeht. Ui, ui. Wow! Wow! Die Hunde! Die Hunde! Nein! Weg hier! Oh, drei Hunde auf einmal. Oh, ich liebe das, wenn ihr so lustig seid. Aber ich habe mich gerade voll erschreckt wegen den Hunden. Ah, ich glaube, dann haben wir ja doch das U-Bahn-Level fertig. Nee, schaut mal. Die U-Bahn ist zwar da, wie ich gerade so geschrien habe, die U-Bahn. Aber, tja, der Zugfahrer ist ein richtiges A-Loch, denn er hat nur die letzte Tür geöffnet. Wir müssen jetzt also bis zum Ende des Zuges gehen. Wie war das denn hier nochmal? Nein. Nein. Nicht knabbern. Ah, hier war das doch abgesperrt. Das wusste ich. Oder habe ich mir denken können. Oh, mein Handy funktioniert wieder. Ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich muss mal gleich gucken. Ich muss mal gleich gucken. Aber jetzt wird erstmal gespielt. Ich glaube, hier geht es weiter. Warum habe ich das denn als so verwirrend in Erinnerung? Weil eigentlich musste ich ja wirklich nur alles erkunden. Ja, stimmt. Wow. Ja, Heather, sei doch froh, dass du den Zug kriegst. Ist doch Bergen Street, der fährt jetzt nach Hause. Oder willst du nicht nach Hause? Aber ich war wirklich mega verwirrt. Nee, eigentlich ging es, weil du musst auf der Karte einfach nur ganz viel, du musst alle Bahnsteige betreten, das war's. Dann findest du Nussknacker und den Nussknacker musst du den verschlossenen Bahnsteig öffnen und dann diese Tür machen. Hä? Okay. Gut, auf jeden Fall fahren wir U-Bahn. Auf dem Sitz liegt eine Zeitung. Die gleichen alten, langweiligen Artikel. Was? Warum gehe ich hier raus? Hallo? Oh! Nein! Direkt mal wieder reingehen, ey. Gut. So. Die Frage ist, wer fährt hier eigentlich? Ist nur Abfall. Wo fährt der Zug hin? Liegt eine Zeitung. Auf dem Boden ist Blut verschmiert. Das Okkult-Symbol gezeichnet. Jetzt habe ich so schnell weggeklickt, dass ich nicht lesen konnte, was sie sagte. Im Zug. Sagt sie das nochmal? Nein, natürlich nicht. Okay, das tut mir leid, weil ich stand nicht im richtigen Winkel und habe überall X gedrückt. Sie hat bestimmt einfach nur gesagt, hier liegt auf dem Boden mit Blut verschmiert wieder dieses eigenartige Symbol. Ich kriege Kopfschmerzen. Und das war's. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt geht's ab, typisch TV. Oh, zwei Stück. Müssen wir hier nochmal hin?
Ich glaube, wir müssen eh nie wieder hier hin. Aber auf dem Sitz gibt es nichts, oder? Erstmal Licht aus. Lasst mich in Frieden, ihr kleinen haarlosen Viecher. Oh, hier ist es dunkel. Ne, hier muss ich Licht anmachen. So, hier in diesem Zug ist die U-Bahn aus. Nichts. Okay, einfach nur dunkel. Hm? Ach so, da ist ein Magazin. Das hat keinen Wert für mich. So, oh, ihr schreibt wieder so fleißig. Ich schau... Wow, ein ausgewachsenes... Oh Gott, ein ausgewachsenes. Oh ne, den muss ich töten. Ui. Wir haben gespeichert, ne? So, verwenden. Wir haben ein ausgewachsenes, haarloses, großes Vieh. Aua. Und dazu sein kleines daneben. Ich muss leider einen von den beiden töten, damit ich hier durch kann. Ey, mein Controller vibriert schon. Aber sie drückt nicht auf Select, ey. Wie mich das aufregt. Aua. Boah, er lädt sich auf. Er hat sich richtig aufgeladen. Okay, ich muss vorbeirennen. Ah, ich kann nicht an seine Leiche vorbeirennen. Nein. Nein. Ah, ich bin noch orange. Ist okay. Ah, jetzt. Okay, nee, mein Controller vibriert sehr stark, weil... Ja. Oh, okay. Puh, jetzt geht's uns besser. Dann nutze ich die Gelegenheit und lese mal kurz... genau, jetzt geht's ab. Die Spannung hat mich gerade zerrissen, hat Leon noch geschrieben. Die Spannung bestimmt, als die Hunde mich angegriffen haben, die drei. Typisch TV, ich finde U-Bahnhöfe auch in echt immer verwirrend. Ja, jetzt geht's in die Hölle. Typisch TV. Zeki, jawohl, U-Bahn geschafft. Na, da hast du es endlich hinter dir. Yay, dank dir, Zeki, dank euch. Habe ich doch jetzt mich durchgezwungen. Und bisher sind wir noch nicht gestorben. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Oha, voll gut umrannt. Heather möchte gerne einfach sterben. Die Pimmeldinger machen zum Glück wenig Schaden. Die Pimmeldinger, Zeki. Sie braucht einen Grund zum Kämpfen. Den kriegt sie ja gleich. Ja, okay. Typisch TV. Eine interessante Anspielung. So. Wie bereits, ihr habt das ja schon in Silent Hill 2 gemerkt. Ich bin ein Hoarder. Ich sammel. Ich bin so messy. Ich sammel so viel Munition und so viel. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Schrotpatronen. Ich sammel so viel Pistolenmunition und so auf, nur für Bosskämpfe. Und für normale Kämpfe will ich gar nichts benutzen. Da bin ich wirklich auf Sparflamme. Es ist wieder dunkel. Hier haben wir eine leere Saftdose. Was aber eher wie ein Glas aussah. Okay. Gut. Mhm. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich muss jetzt meine Schrotflinte verwenden. Wir müssen gewalttätig werden. Nein, Spaß. Ist ja vollkommen in Ordnung, hier Gewalt anzuwenden. Und, damit er überhaupt so richtig was spürt, kriegt der Fettkloß, dieser Whopper, von Typisch TV. Oh, schön einfach schon mal der erste Schuss in die Luft verballert. So, dreht zu. Au! Der kann doch... Er rennt auf mich zu. Okay. Boah, nee, das sind heftige Gegner, weil durch ihr... Oh, ich glaube, das ist die Animation, wo ich zutreten kann. Aua, nee. Was ist das denn? Oh, Heather kann mal wieder nicht richtig zielen. Sterb doch jetzt einfach. Oh, das waren schon 6 Schuss. Also er hat schon mal ein Magazin gefressen. Ah, so. Weil mit der Pistole, das würde einfach ihn kitzeln, glaube ich. Was? Wie viel? Hallo, geht's dir noch gut?
Ich trete dir leider in den Schritt. Es tut mir leid. Also eigentlich wollte ich dir jetzt nicht diese Schmerzen zufügen, währenddessen ich in deinem Schritt trete, aber... aber ich glaube, jetzt ist er hinüber. Wow. So. Whopper ist ja quasi ein Endgegner. Jedes Mal wieder. Ja. Leon, der erste war ein Warnschuss. Ja, anscheinend. Zeki, du trittst ihm in die Eier. Kein Wunder, dass er auf dich losstimmt. Ja, ich habe es auch viel später so gemerkt. So, ich konzentriere mich voll. Ich merke gar nicht, wo sie so hintritt. Und dann sehe ich das und denke mir so, oh, okay. Ist nicht wirklich nett. Oh, okay. Kommt noch ein zweiter? Ich weiß es leider nicht mehr. Denn eigentlich... Oh, sie hat da... Wow, was ist denn das für eine Kamerafahrt hier gerade? Oder Kamerawinkel? Denn eigentlich möchte ich wieder Good Old Stahlrohr. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben 55 und 16 schon mit den anderen 6 zusammengerechnet. Ach so, das war einfach nur so. So, Heather geht bis an den Fahrer des Zuges. Egal, vergiss das einfach. Denn wir haben einen schwarzen Bildschirm. Eine Überblendung haben wir hier einmal. Oh. Ganz abrupt stoppt der Zug. Ist das die Bergen Street? Sind wir zu Hause? Und es ist wieder komplett still. Okay. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Das muss der erste Wagen sein. Ich kann durch dieses verdreckte Glas nicht einmal den nächsten Waggon sehen. Ich sehe nur die Schienen. Moment mal, da ist kein Platz für den Zugfahrer. Für den Zugfahrer? Wie fährt er dann? Oder ist der Wagen davor schon abgefahren? Wenn ja, dann habe ich das weder gehört noch gefühlt. Es ist jedenfalls sinnlos, noch länger in diesem Zug zu bleiben, denn ich möchte nach Hause. Ah, ich glaube, das... Da ist Graffiti an der Wand. Graffiti. Sie ist so schmutzig, dass ich nichts lesen kann. Na, egal. Ich kann es für dich lesen. Da steht... Drake. Oh, wir können abspeichern. Dieses Symbol ist auch zwischen den Graffiti? Und es sieht noch ganz frisch aus. Wer könnte das gewesen sein? Und warum tut mein Kopf wieder so weh? So. Speichern. Bahnsteig, unbekannte Station. Gut, ich glaube, ich würde jetzt aber sagen, dass wir hier für heute langsam aufhören. Ich lese mal jetzt, was ihr noch geschrieben habt. Genau. Zeki fragt, gibt es in Silent Hill eigentlich Kostüme zum Freischalten? Artwork Silence. Ja, soweit ich weiß, gibt es auch, also zumindest hier in Silent Hill 3, gibt es für Heather natürlich auch ein paar Outfits. Die sehen so ein bisschen abgespaced aus und die, glaube ich, kriegt man, indem man mit verschiedenen Waffen Schaden austeilt. Ja, also es gibt hier schon einige Kostüme. Aber ich finde nicht so ganz coole. Also so der Wiederspielwert liegt bei mir nicht an den Kostümen, leider. So. Genau. Zeki zumindest ins... Ah, okay, Typisch TV. Ah, okay, ihr habt euch schon darüber unterhalten. Sehr nett von Typisch TV, dass er darauf geantwortet hat. So, oh cool. Das Inventarsystem ist auch so ein Bruch mit der Tradition in Silent Hill 4. Ach so, weil... Ich verstehe. Typisch TV, du meinst bestimmt, weil man ja nur eine gewisse Anzahl an... Ich glaube, man kann nur 8 oder 10... Das kommt auf deinen Schwierigkeitsgrad, glaube ich, an.
Aber ja, stimmt, das Inventar ist auch anders. Leon, Claudia, Street Art ist ihr Hobby. Ja, Street Art ist ihr Hobby. Claudia hat hier diesen schönen Okkult Halo of the Sun. Ah, ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob der so hieß. Hinterlassen. Martin, dann danke aus dem Lurk für den Stream und noch einen schönen guten Abend gewünscht. Dankeschön, Martin. Schön, dass du dabei warst. Genau, ich habe dich zwar nicht gelesen, aber ich wertschätze es umso mehr, dass du natürlich den Stream so zwischendurch beiläufig anhattest. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. So, okay, schade mit den Kostümen. Ja, die sehen so hässlich aus, also nicht so cool. Da haben sie zum Beispiel in Resident Evil ja generell auch immer coolere Ideen in dieser Kostümebene gehabt. Genau, muss ich schon sagen. Gut, genau. So. Wir werden im nächsten Part schauen, was Heather hier noch zu tun hat, denn wir befinden uns ja leider nicht in der Bergen Street, also sind wir doch noch von zu Hause weiter entfernt.